Lothar Mayer von der AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben in Deutschland ein auch im internationalen Vergleich hohes Niveau des Verbraucherschutzes erreicht. Des rechtlichen Verbraucherschutzes ebenso wie des institutionellen, der etwa vertreten ist durch Einrichtungen, die international renommiert sind, wie die Stiftung Warentest oder die Verbraucherzentralen. Das hat gleichwohl nicht verhindert, dass es nach wie vor eine enorm hohe Zahl von sogenannten Verbraucherstreitigkeiten gibt, Rechtsstreitigkeiten zwischen Verbrauchern und Anbietern. Die Statistiken der öffentlichen Rechtsauskünfte, die Statistiken der Verbraucherzentralen belegen das zum Teil mit erschreckenden Zahlen. Es gibt bestimmte Branchen, auf denen sich solche Streitigkeiten besonders konzentrieren. Dazu gehören etwa Fluggesellschaften, dazu gehören Versicherungen, Strom- und Gasanbieter, Telefongesellschaften, aber auch kleinere Unternehmen, die in Sparten tätig sind, übel beleumdet Teile der Partnervermittlungsagenturen, bestimmte Anbieter von Bauleistungen und so weiter. Die Situation verschärft sich durch den Onlinehandel, insbesondere durch den grenzüberschreitenden Onlinehandel, für den sehr schwer rechtliche Unterstützung zu finden ist. In Deutschland zum Beispiel hauptsächlich durch das Europäische Verbraucherzentrum in Kiel. Die Streitwerte in diesem Bereich sind oftmals sehr niedrig. Sie sind so niedrig, dass viele Anwälte sich scheuen, in solchen Verfahren für Verbraucher tätig zu werden. Und das Ergebnis davon ist, die Geschädigten verzichten auf die Geltendmachung ihrer Ansprüche. Und bestimmte Anbieter können sich sagen, unlauterer Wettbewerb lohnt immer. Den Verbrauchern muss die Scheu vor Gerichtsverfahren genommen werden. Und wir glauben, dass Gruppenverfahren dazu durchaus ein geeignetes Instrument darstellen können. Es wird weltweit versucht, Verfahren der kollektiven Rechtsdurchsetzung zu etablieren, auch in etlichen Ländern der Europäischen Union. Ich nenne hier stellvertretend etwa die skandinavischen Länder, die Tschechische Republik, Italien, Spanien, die Niederlande und noch einige andere. Aus der Erkenntnis heraus geschieht das, dass Einzelverfahren allein dieses Problem nicht lösen können. Es wird, und auch in dieser Debatte wurde darauf verwiesen, auf das abschreckende Beispiel der Vereinigten Staaten, wo durch die Class Actions ein wirklich enormes Missbrauchspotenzial geschaffen worden ist. Aber das ist nicht vergleichbar mit den Instrumenten, die in diesem Gesetzentwurf vorgeschlagen werden. Die Misere in den USA ist verursacht durch Erfolgshonorare, auch durch die Bereitschaft der amerikanischen Gerichte, enorm hohe Schadensersatzsummen zuzubilligen, von denen das Allermeiste gar nicht bei den Klägern ankommt, sondern bei Anwälten. Die Probleme in den USA sind auch gekennzeichnet durch das Opt-out-Verfahren, das sogenannte, bei dem alle Betroffenen in einer bestimmten Problematik automatisch Bestandteile, Teilnehmer eines Verfahrens werden, ohne dass sie sich dazu eigens gemeldet haben und oftmals auch ohne, dass sie es überhaupt wissen. So gesehen kann der Gesetzentwurf, der hier vorliegt, durchaus reizvoll erscheinen. Aber mit den Reizen von Gesetzentwürfen ist es manchmal so wie mit den Reizen von Menschen. Auf den ersten Blick und aus der Ferne betrachtet erscheinen sie blendend, sehen sie sehr gut aus. Wenn man ihnen etwas näher tritt und sie bei Tageslicht betrachtet, stellen sich doch einige Unebenheiten und Macken heraus. Diese Macken sind nach unserer Auffassung zum einen: Der Anwendungsbereich des Gesetzes ist viel zu breit definiert. Ausgeschlossen sind praktisch nur Familiensachen. Damit ist der Bereich, für den eigentlich solche Gesetzentwürfe gedacht sind, nämlich die Verbraucherstreitigkeiten, fast an den Rand gerückt. Problematisch erscheint uns auch die breite Antragsbefugnis, die wir als Einladung für Großkanzleien sehen, solche Klagen zu betreiben. Das könnte die Gefahr einer Klageindustrie in Deutschland durch die Hintertür
bedeuten. Diese Antragsbefugnis sollte begrenzt werden auf die Listen, die in dem Paragraphen 611 zweiter Abschnitt des Entwurfs genannt werden und in deren Mittelpunkt die Verbraucherverbände stehen, gerade die Verbraucherzentralen, die ja jahrzehntelange Erfahrungen in dem Abwickeln von solchen Verfahren haben und die auch nur dann tätig werden, wenn sie mit großer Sicherheit annehmen können, dass sie die Verfahren gewinnen werden. Auch die Kostenregelung, die vorgesehen ist, erscheint uns problematisch. Sie ist sicherlich sehr akzeptabel für die Anwälte. Den Verbrauchern bringt sie aber im Vergleich zu den Kosten von Einzelverfahren nur wenig Vorteile. Und schließlich könnte das Erfordernis der anwaltlichen Vertretung einen Rückschritt bedeuten gegenüber Einzelverfahren mit geringem Streitwert. Fazit: Der Gesetzentwurf geht in die richtige Richtung, aber er braucht noch eine ganze Reihe von tiefgreifenden Korrekturen, um zustimmungsfähig zu werden. Ich freue mich darüber, mit Ihnen im Ausschuss zu diskutieren. Dankeschön. Für die FDP-Fraktion hat das Wort die Kollegin Katharina Glocke.